Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir müssen nochmal wieder zum Strand, weil wegen Frachtgut. Und da interessiert mich mal auch eben... Oh, die ist noch gar nicht markiert wieder. Doch, die ist markiert. Nochmal zum Piratenturm, oder? Da ist dann, schätze ich mal, das... der Tempel. Da oder sonst wo? Naja. Gut. Ja, wir suchen weiter nach dem Frachtgut. Und wenn wir das gefunden haben, geben wir es dem werten Herrn Miguel. Und dem werden wir dann... Nee. Nachdem wir das gemacht haben, werde ich die Schätze eher suchen. Ja, die Schätze. Davon haben wir auch noch zwei auf der Liste. Hier scheint nichts zu sein. Ich kann ja mal eben kurz gucken. Logbuch. Da. Das heißt, da muss ich dann dahin, okay, oder dort durch den Berg. Auf jeden Fall nicht so einfach, schätze ich mal, wie der erste Schatz. Hawkins verhören machen wir später. So. Dann wieder auf zum Strand. Das Frachtgut sammelt sich ja immerhin nicht von alleine. Auch wenn wir hier überall schon waren. Das ist viel trauriger. Das ist jetzt eigentlich nur noch so Reste suchen. Puh. Was mache ich denn dann? Ich hoffe ja mal, dass ich jetzt hier nicht ersaufe oder ertrinke. Oder beides. Alter Falter, ja du Scheißteil. Da hinten will ich nicht. Das ist nämlich auch wieder so ekelhaftes Ghoul-Missgeviech. Ne? Wisst, was ich meine? So, da hinten ist schon wieder die nächste. Das heißt auch, dass wir hier noch nicht waren. Mittlerweile kann ich die Viecher richtig gut kaputt kriegen. Komm, geh kaputt, Junge. So, das da vorne sind die Feuerviecher. Kiste, Frachtgut und Gaganus. Kiste gucken wir uns mal an, vielleicht ein bisschen Gold. Grog und Muschel. Naja, aber sie ist ja auch immerhin nicht verschlossen. Diese Viecher, wenn die wenigstens normal spawnen würden. Nein, die kommen aus dem Boden und was weiß ich. Oh, oh, oh! Aha.
Gut, ich könnte jetzt theoretisch Feuerwaffen auch wieder hochskillen und dann auch noch. Nee. So. Jetzt habe ich Gerissenheit erstmal auf das Wichtigste geskillt. Und ich kriege schon wieder eine SMS. Diese Session ist verhext heute. Ah, eine MMS. Toll. Manche Leute haben es echt gut. Ja, hier ist es am Pissen wie Sau. Und ich krieg schöne Sonnenfotos geschickt. Es ist verhext. So, wo waren wir stehen geblieben? Ist schon wieder viel zu. Ich speichere mal hier vorher nochmal. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Gut. Ach, warum immer wieder dasselbe? Ich denke immer, ich sterbe. Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Aber wie lange wir alleine jetzt schon nur wieder an diesem ekelhaften Frachtgut sitzen. Aber ich lasse es auch locker angehen, muss ich sagen. Also ich hätte es jetzt nicht hinter dem ganzen Kisten her, dass ich auf Teufel komm raus diese scheiß Kisten finde. Aber okay, ich hab mir selber auch gesagt, ich muss bei diesem Spiel ja nicht hetzen. Ich möchte das Spiel genießen. Risen 1, das hat mir schon so gut gefallen. Jetzt gebracht. Der Schuss, der ins Leere, der hat es ja jetzt echt gebracht, weil ich mich ja noch nicht anvisiert hatte. Oh, getroffen habe ich aber. Mist, es ist noch nicht wieder regeneriert. So, die Viecher auch wieder gekriegt. Ich speichere mal an der Stelle. Es kann nämlich gut sein, wenn wir jetzt irgendeinem Monster begegnen, dass ich drauf gehe. Und das wäre nicht so toll. So. Ich glaube auch, ich reise noch mal wieder nach Puerto Isabella. Ich bin ja schon fast hier hinten. Weil das Einzige, wo noch Frachtgut sein kann, das wäre hier. Und hier. Das heißt, wir müssen die ganze Küste. Ich schätze mal, das ist auch Sinn der Quest, dass wir einmal die ganze Küste abklappern. Was wir auch gleich noch machen werden. Wir pennen erstmal wieder hier verbotenerweise. Gabo-Sheku. Gabo-Sheku. Garbage-Seku? Oh, geiles Wetter. So, auf zu der Piratentour. Sieh dich einfach. Natürlich habt ihr hier auch nichts Vernünftiges. Wir suchen noch hier ein bisschen. Oh, Säbel. Kann man hier alles verkaufen? Gibt's noch was? So. Ich bin mir nämlich sicher, dass hier noch richtig viel Frachtgut liegt. Auch waren hier hinten nicht auch noch Krabben oder sowas, die ich erst in Ruhe lassen wollte? Nee, gar nicht. Dann halt nicht. Boah, das Wetter, das kann jetzt ja ganz knicken. Wo sind wir denn nochmal an Land gegangen? Hier doch, oder nicht? Das da hinten ist doch Kapitän Stahlbarts Schiff. Ah.
Speichern wir hier mal. Komm. Du ekelhaftes Feuervieh. Ach, der ist tot. Sag das doch. Gut. Was hier noch so liegt. Oder ob hier noch was liegt. Weil Frachtgut können wir gut gebrauchen. Grog. Matrosenring. Kann man alles schön verkaufen. Noch eine Flaschenpost. Das heißt, es gibt noch einen Schatz hier. Oder was? Mal eben kurz gucken. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Bitte um Hilfe. Jemand, der ein Schiff hat und ein Herz. Ich bin auf der Sturminsel. Es gibt sie wirklich. Holt mich ab. Hier gibt es auch viel Gold. Bestimmt. Kraus. Ah, können wir ja später machen. Noch haben wir auch kein eigenes Schiff. Was wir anscheinend aber irgendwann bekommen werden. Hier ist eine Muschel. Frachtgut. So. Da hinten ist schon wieder ein ekelhaftes Feuerviecher. Ich wollte schon Feuerbarane sagen, aber sind sie ja nicht. Da geht's nicht lang. Das Glitschen hat hier ein Ende. Warum hauen die denn ab? Ne, schaffen wir nicht. Ja, töte mich doch. Danke. Ich bin aber auch zu geizig, jetzt hier irgendwie Proviant für zu opfern. Da bin ich wirklich zu geizig für, muss ich zugeben. Da bin ich auch ganz ehrlich. 8 haben wir jetzt, 8 Frachtkisten. Gut. Alter, komm, lass mich doch! Lass mich jetzt wenigstens hier. Ne, war mir irgendwie klar, dass das nichts wird. Ich werde an der Stelle auch, glaube ich, einen Schnitt machen. Und mich um diese beiden ekelhaften Viecher dann in der nächsten Folge kümmern. Wie viel Ruhm haben wir jetzt eigentlich? Bis zum nächsten... Ach, 500. Das nächste Update kommt auf jeden Fall. Vielleicht werde ich dann auch schon mal doch einmal auf Voodoo skillen. Auch wenn da nichts irgendwie bei ist, was mich anregt. Als nächstes würde ich sagen, gehen Feuerwaffen oder... Ich werde, glaube ich, gleich klingen. Doch, ich werde, glaube ich, klingen als nächstes skillen. Gut, aber das war es erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und dann... Bis zur nächsten Folge von Risen 2 Dark Waters. Tschüss!